Liebe Freundinnen und Freunde in der außerparlamentarischen Opposition Österreichs, liebe Kritikerinnen und Kritiker und heute ganz besonders liebe Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Mein Name ist Alexander, es ist der 29. März 2023 und ich wende mich an euch, weil wir aktuell in Österreich eine historische Chance haben, einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit und Wohlstand in Österreich und möglicherweise ganz Europa zu leisten. Seit 3 Jahren stehe ich mit hunderttausenden Menschen auf den Straßen Österreichs, Deutschlands, Italiens und Brüssels, um die sozialdemokratischen Grundwerte Frieden, Freiheit und Solidarität gegenüber Übergriffe geldgieriger Konzerne, machtgeiler Seilschaften und inkompetenter Politiker zu verteidigen. Dabei habe ich immer besonderen Wert auf die bedingungslose Einhaltung der österreichischen Bundesverfassung und respektvollem Diskurs mit politisch Andersdenkenden gelegt. In dieser Zeit fiel mir vor allem eines auf. Wenn ich mit Menschen auf den Straßen ins Gespräch gehe, höre ich zum Thema Politik meistens den Standpunkt, da kann man ja nichts machen. Das ist eben so, die da oben machen sowieso, was sie wollen. Und es wird übel enden. Ich empfinde diesen Standpunkt als eine massive Bedrohung für unsere Gesellschaft und unsere Demokratie. Denn immer mehr und mehr Menschen, die sich von der Politik als Ganzes abwenden, spielen den Interessen jener in die Hände, die uns als passives Stimmvieh betrachten und zugunsten ihrer eigenen Brieftaschen ausbeuten wollen. Im schlimmsten Fall führt es letztlich zu zivilen Unruhen. Im sozusagen besten Fall zu einer immer weiter auseinanderklaffenden Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich, einer Umverteilung von unten nach oben. Man wirft uns Regierungskritikerinnen und Regierungskritikern der Jahre 2020 bis 2023 oft vor, wir seien nichts als Gewohnheitsprotestierer, die einfach gegen alles und für nichts seien. Dem möchte ich entschieden widersprechen. Wir sind für direkte Demokratie, für faktenbasierte Entscheidungsfindungen, für Transparenz in der Politik, für menschenwürdiges Leben in Einklang mit der Umwelt, für gesellschaftliche Gerechtigkeit, für respektvollen Umgang untereinander und für das individuelle Recht jedes Menschen, seinen persönlichen Lebensalltag, sein Privatleben nach eigenen Vorstellungen gestalten zu dürfen. Somit sind wir für all das, was die Gesellschaftsphilosophie und das Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei ausmacht und können guten Gewissens als eine moderne Form der sozialdemokratischen Straßenbewegung des 19. Jahrhunderts betrachtet werden. Die SPÖ als Partei hat in dieser Situation eine einmalige Gelegenheit. Sie kann in einer gesellschaftlichen Krise, in der die Weichen für die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder gestellt werden, eine Brücke zu all jenen Menschen bauen, die der Politik nicht mehr vertrauen oder von ihr verdrossen sind. Sie kann ein unglaubliches Wählerpotenzial, eine große Zahl engagierter Aktivistinnen und Aktivisten gewinnen. Sie kann die Mitte der Gesellschaft hinter sich scharen und zur führenden gesellschaftspolitischen Kraft Österreichs werden. Alles, was sie dafür tun muss, ist zu beweisen, dass die sozialdemokratischen Grundwerte auch 2023 nicht nur ein Lippenbekenntnis sind, sondern gelebte Realität. Ich habe es vor diesem Hintergrund mit großer Freude als Signal der basisdemokratischen Öffnung der Partei begrüßt, als am 22. März 2023 der Bundesparteivorstand der SPÖ angekündigt hat, dass jede und jeder, die bis zum Stichtag 24. März der Partei beitreten, bei der bevorstehenden Mitgliederbefragung sowohl mitwählen als auch mitkandidieren dürfen. Ebenso wie 9000 andere Menschen bin ich kurz entschlossen der Partei beigetreten. Und ebenso wie 71 andere Menschen und eine Giraffe habe ich mich auch entschlossen, für den Parteivorsitz zu kandidieren. Ich war sehr enttäuscht, dass am 24. März
die SPÖ ihren Beschluss vom 22. März nun doch dahingehend abgeändert hat, dass jeder Kandidat 30 Unterstützerunterschriften von SPÖ-Mitgliedern für ihre oder seine Kandidatur vorlegen muss. Nicht, weil es mir dabei um die Erschwernis meiner eigenen Kandidatur geht, sondern weil ich darin ein besorgniserregendes Gegensignal zum ursprünglichen Öffnungssignal sehe. Denn erstens werden die 9000 Menschen, die neu beigetreten sind, durch die nachträgliche Regeländerung auf den Arm genommen bzw. vor den Kopf gestoßen. Und zweitens schränkt die Regelung den Kreis der möglichen Kandidatinnen und Kandidaten nun doch wieder de facto auf eine kleine, vorab bestimmte Personengruppe ein. Man könnte jetzt entgegnen, ja, aber 30 Unterschriften sammeln kann doch nicht so schwer sein. Das ist doch keine echte Hürde. Dem halte ich entgegen, doch, es ist eine massive Hürde. Ich habe gerade mit einem anderen Kandidaten für den SPÖ-Vorsitz telefoniert, der schon jahrzehntelang Mitglied der Partei ist. Er berichtete mir, dass er trotz ausgezeichneter Vernetzung in der Partei allergrößte Schwierigkeiten hat, die Unterstützungserklärungen zusammenzubekommen, da die meisten Mitglieder entweder bereits ihre Unterstützung für nur einen von zwei Kandidaten bekundet haben oder aber Nachteile für sich selbst befürchten, wenn sie einem abweichenden Kandidaten ihre Unterschrift geben. Verstehen wir uns dabei nicht falsch. Es geht jetzt noch gar nicht darum, wen die betreffenden Mitglieder später wählen werden, sondern nur darum, wem sie das Antreten zur Wahl ermöglichen. Und jetzt schon herrscht, wie so oft in der Politik, eine Stimmung der Angst und des Misstrauens nach oben. Wenn das so beginnt, wie soll es enden? Was sollen die 9000 Menschen denken, die sich zum Beitritt auf der Grundlage einer bestimmten Voraussetzung entschieden haben, wenn nachträglich die Spielregeln geändert werden? Wie soll die Bevölkerung Österreichs, einer Partei, die nicht einmal ihr Versprechen zum Ablauf der Mitgliederbefragung einhält, irgendein Wahlversprechen glauben? Dazu kommt, wenn ein jahrzehntelanges Parteimitglied allergrößte Schwierigkeiten hat, 30 Unterstützerunterschriften zu sammeln, ist es für einen der 9000 Menschen, die der Partei neu beigetreten sind, faktisch unmöglich. Es ist ja nicht so, dass SPÖ-Mitglieder ihr Parteibuch um den Hals hängen haben und man sie auf der Straße erkennen und ansprechen kann. Es ist auch nicht so, dass es vorab ein Kennenlerntreffen oder einen Stammtisch gäbe, wo man sich vorstellen und bekannt machen könnte. Nein, jemand, der neu dazugestoßen ist, beginnt erst einmal von Null und weiß nicht einmal, wo SPÖ-Mitglieder anzutreffen sind. Und dann soll man innerhalb von 2 oder 3 Tagen 30 davon überzeugen, die eigene Kandidatur namentlich zu unterstützen und sich dadurch als Abweichler gegenüber der Parteimehrheit zu outen? Das ist, um es umgangssprachlich auszudrücken, zumindest sportlich. Und es könnte dadurch der ursprünglich positive Ansatz, der immerhin 9000 neue Mitglieder erbracht hat, ins genaue Gegenteil verkehrt werden. Ursprünglich hatte das Signal das Potenzial, den stetigen Niedergang der österreichischen Sozialdemokratie, die in den letzten 30 Jahren von 80 Sitzen im Nationalrat auf 40 Sitze halbiert wurde, aufzuhalten und umzukehren. In der aktuellen Krisenlage der Gesellschaft könnte die SPÖ gerade mit ihren Kernthemen soziale Gerechtigkeit, Armutsbekämpfung, konstruktive Familienpolitik, Umweltschutz, Kapitalismuskritik, Sozialpartnerschaft und Korruptionsbekämpfung mehr punkten als je zuvor. Sie könnte, indem sie ihre Türen für Politikverdrossene öffnet und aus den Reihen der außerparlamentarischen Opposition Manpower rekrutiert, für die Nationalratswahl 2024 ein zusätzliches Wählerpotenzial von 30-40% der Stimmberechtigten aus den Gruppen der Nichtwähler und der Protestwähler mobilisieren. Sie könnte die Mitte der Gesellschaft hinter sich scharen und erneut zu dem werden, was sie einst war: eine Massenbewegung für Frieden, Freiheit und Solidarität. Sie könnte bei der nächsten Nationalratswahl die absolute Mehrheit erringen, wie seit den Zeiten von Bruno Kreisky nicht mehr. Nun aber riskiert die Partei durch ihre
kleinliche Last-Minute-Regeländerung und ihr gebrochenes Versprechen im Hinblick auf die Unterschriftshürde, die Vorurteile der Politikverdrossenen zu bestärken und abermals Menschen, die sich aktiv in die sozialdemokratische Bewegung einbringen möchten, zu enttäuschen und zu verlieren. Damit würde die SPÖ, anstatt voller Schwung die Führungsrolle in Österreich zu beanspruchen, in der Position eines Untergangsverwalters der eigenen Partei verbleiben und weitere Wählerscharen von den Urnen vertreiben oder in die Arme anderer politischer Strömungen treiben. Ich hoffe, dass die SPÖ ihren Standpunkt im Hinblick auf die Unterstützerunterschriften noch einmal überdenkt. Nicht in meinem Interesse, sondern im Interesse der demokratischen Signalwirkung und als vertrauensbildende Maßnahme zur Handschlagqualität. Ich selbst lasse mich jedenfalls durch bürokratische Hürden nicht aufhalten. Ich lasse mich nicht daran hindern, die Ärmel hochzukrempeln, obwohl ich 2 Tage vor Stichtag immer noch keine Bestätigung meiner Mitgliedschaft oder meiner Kandidatur habe und mir offiziell das Unterstützerformular für die Unterschriftensammlung immer noch nicht zugesendet wurde. Habe ich es mir auf inoffiziellen Schienen besorgt und nehme die Herausforderung der sehr kurzen Frist an. Ich beginne ab sofort, die 30 Unterschriften zusammenzutragen. Wenn du Mitglied der SPÖ bist und mithelfen möchtest, dass nicht nur 2 oder 3, sondern möglichst viele Namen auf dem Wahlzettel zur Mitgliederbefragung stehen, findest du unter diesem Video einen Link zu meinem Unterstützerformular. Noch einmal, du legst dich damit nicht fest, wen du bei der Befragung wählen wirst, sondern nur, dass du mir die Chance gibst, die Standpunkte der außerparlamentarischen Opposition in der Wahldebatte einbringen und formulieren zu können. Eine Brücke zu bauen, mit dem Potenzial, die Gräben unserer Gesellschaft ein Stück weit zuzuschütten und beiden Seiten einen Nutzen zu bringen. Der SPÖ, indem sie ein ganz neues Wählerpotenzial erreichen und rekrutieren kann und sich möglicherweise zu einer echten Partei der kleinen Leute entwickeln könnte. Der außerparlamentarischen Opposition, indem wir uns gemeinsam vom Standpunkt des Protestierens zum Standpunkt des Mitgestaltens weiterentwickeln. Wenn du kein Mitglied der SPÖ bist, aber solche kennst oder Reichweite in sozialen Medien hast, bitte hilf mit, indem du dieses Video und mein Unterstützungsformular verbreitest. Herzlichen Dank im Voraus. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Liebe Grüße, Alexander.